Herzlich willkommen zu einer neuen Runde TESO The Elder Scrolls Online. Mit dabei natürlich Sadie Seven. Hallo. Villain. The Foe. Und Legolas. Grüß euch. Und wir sind immer noch dabei, uns in das Lager der Banditen einzuschleichen. Einzuschleichen? Ja, nicht kämpfen? Ich könnte die jetzt hier so ein bisschen malträtieren, die Jungs? Nee, wir können einfach vorbeigehen. Ja, ist ja gut. Die lassen mich nicht vorbei, jetzt. Alten Arschkeks wachsen. So. Kiste. Ingwer. Guarana. Himmelsscherbe. Wo? Da, yo. Cool. Das wäre die dritte, ne? Ja, ist dann die dritte, genau. Oh Gott, das ist hell. Ja, ganz schön hell. Bam. Shazam. Ein Fähigkeitspunkt. Ja. Direkt verteilen, ja, ne? Können wir doch mal eben so machen, oder? Ja, toll. Ich will was verteilen und sehe direkt. Wow, der wird schon lange gegriffen hier. Ja, richtig. Weil wir wieder zu lange stehen geblieben sind, höchstwahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich brauche jetzt eine Rüstung erstmal, ne? Ja, vielleicht droppt hier einer von denen. Hier noch nicht. Also da oben sind noch zwei. Okay. Willst du die jetzt extra angreifen, oder was? Ja, ich brauche eine Rüstung. Ach so. Ja, dann greif mal an da. Wir helfen dir dann. Ah, nicht. Boah, haut der mir voll eine rein, ey. Arsch. Das hat vor allem aus meinem Blickwinkel gerade so geil gemacht. Okay, ich habe eine Rüstung. Der hat dich so aus dem Blickwinkel geballert. Jetzt habe ich keine Rüstung mehr. Ich bin wieder verborgen. Ich auch. Ja, ich habe aber keine Rüstung mehr. Dann geh den Gang zurück. Aber wenn wir jetzt wieder mit dem angreifen, geht unsere Versteck auch wieder flöten, ne? Ja. Der ist doch egal, kämpfen wir uns einfach durch. Wir müssen eh nur mal einen Weg ins Grabmal finden. Wo sind die wild jetzt? Lass es doch, ich hätte schon gemacht, Donno. Ist doch gut, sonst verlierst du deine Rüstung auch. Ich bin immer noch verborgen. Okay. Ich habe von hinten angegriffen. Ja, dann scheiß drauf, Sadia ist sowieso schon durch, sehe ich gerade. Nein, ich stehe hier. Ich warte auf euch. Ah, warte, ich hab Kleidung gefunden hier. Hier man vorne war. Man konnte doch irgendwie schleichen, oder? Das kannst du jetzt nicht, weil du verborgen bist. Ah, okay. Steht oben im Eck, schleichen würde Verdacht erregen. Okay, ich bin wieder da. Okay, weiter geht's. Hier stehen so ab und zu Wäschekörbe rum, falls nochmal irgendwie einer sein Dings verlieren sollte. Billige alte Wäsche. Ja, toll. Und die andere, die diese noch anhaben, ziehst du an, oder was? Ja, da stehe ich drauf. Achso, okay. Getragene Klamotten stehst du. Lecker. Aber Reis. Zitrone. Ich hab Ingwer. Zitrone. Wir könnten Zitronen-Ingwer-Reis kochen. Ente liegt hier. Ich kann sie aber nicht mehr mitnehmen, weil mein Inventar voll ist. Wir kommen dem Grabmal näher. Abgeschlossen. Findet einen Weg ins Grabmal. Umgeht die Feuerfallen. Okay. Yeah. Feuerfallen. Ach, du bist wahrscheinlich auch da vorne, die. Niedlich. Ja, wenn sie denn Leroy mal ausgehen. Jenkins! Genau. Ich sehe nur drei von uns. Ja, ich bin noch hinter euch. Okay. So, hier rauf. Eine gekonnte Rolle. Na, da warte ich lieber. Ja. Oh, was jetzt? Oh, ein Licht. Betretet das Reich des Vergessens. Oha, dann lass mal lieber auf Sadi warten. Ja. Oh, vergesst mich nicht. Was ist denn da hinten? Da hinten steht jemand. Da hinten steht niemand. Halsabschneider, doch. Da hinten in der Ecke. Versuchen. Sollten uns vielleicht auch mal überlegen, wer welchen Beruf ergreifen möchte. Ich will Ledermacher. Damit wir das Zeug entsprechend demjenigen mal geben können. Ja, ich muss dann gucken, damit ich irgendwas mit Stoff mache. Also wenn ich auf Untersuchen gehe, tut sich hier gar nichts. Ja, nee, bei mir auch nicht. Dann ich kommt das bestimmt gleich noch. Okay, gut, dann gehen wir durch das Portal. Springen wir jetzt todesmutig in das Portal. Juhu! Alles schwarz. Wusch. Jetzt ist alles weiß. Hell. Oh. Oh. Ja. Ich bin drin. Wollen wir nicht jetzt zurückgehen? Mal schon raus. So. Klar. Wer rennt einfach raus? Dave spielt eine Magier und ist immer ganz vorn. Ja, so wie sie hat gehört, oder nicht? Da ist gerade irgendjemand gestorben. Was war das? Versuchen wir das. Der ist zerstört. Jetzt erstmal BAM!
Wollte ich gerade sagen. Kriegst erstmal einfach die Murmel. Oh, Alter, alles hell. Und schon wieder zurück, wa? Ja, und verborgen und wieder zurück. Wir hätten den Gang erst zurückgehen sollen. Warum? Vielleicht das ist die Mine. Nee, ich schlag noch. Nee, ich schlag noch. Ja, bin ich wieder. Hey, da ist guck mal, der Fellfäbel. Da können wir die Tante wieder anquatschen. Oh, Quest abschließen. Dolch. So. Also, was habt ihr herausgefunden? Die Banditen wurden von Dolchstorts Bündnis angeworben, um ein Daedrisses Artefakt zu stehlen. Lebt wohl. Ah ne, er ist es da. Ein Vertrag mit dem Bündnis. Ist nicht nach Ablenkung. Das von uns entdeckte Schiff könnte der Beginn einer Invasion sein. Wir müssen zurück ins Dorf. Rang 10 der dunklen Magie erreicht. Juhu, ich freue mich. Ja, fast auf Level 6, aber nur fast. Ja, bei mir auch, ganz knapp. Ich bin Level 6. Ich bin auch Level 6. Ich hätte gesagt, wir retten jetzt Bernd. Brennt. Brennt, ja. Bernd. Der Bernd, der brennt. Gehen, mein Inventar ist voll. Ich konnte schon die Quest nicht ordentlich abschließen. Ja, wäre für mich ja, auch. Ja, dann schmeiß mal. Ich wollte gerade sagen, kannst du wegschmeißen. Nein. Du das doch verkaufen. Grüne Rollida-Armschienen. Da ist so viel Mist bei. Molybden habe ich schon noch verarbeitet. Wie seid ihr denn? Verkaufen? Wo seid ihr denn schon wieder, ey? Boah. Ey, Tono, ich hab einen Eisenküras. Brauchst du das? Eisenküras, was trage ich denn gerade? Eisenküras. Stufe 2. Okay. Keine Ahnung. Melonengelee. Ich hab dann, Stufe 5. Ja, dann, willkommen. In meinen Taschen. Oh, Panzerschuhe, hast du die gesehen gehabt? Hier sind Schuhe und Helme und so, Tono, ne? Wo? Ich kann ja nicht, hier, direkt wo ich hier stehe. Guck mal, dreh dich mal um. Ja, ich sehe gerade. Oh, wir waren gerade entdeckt. Unsere Tarnung fliegt gerade auf. Also ich nicht. Bei mir geht's. Jetzt bin ich aufgedeckt. Und jetzt. Ah, Stufenaufstieg. Guck mal, wo ich jetzt hier stehe, da sind alles. Alles in Eisen. Kannst du alles mitnehmen. Was ist dann hier? Das ist doch bestimmt hier irgendwo Leder. Schild. Kann man ein Schild wegnehmen. Ja, braucht kein Mensch. So. Haben die hier nichts mit Stoff und so? Das sind mein Gott, wieder im Kampf. Was soll denn der Scheiß hier? Wer kämpft denn da schon wieder? Während ich mich umziehen will. Denk mal, das war der Legolas. Dumm Sau, du. Oh, Rezept Bananen, Überraschung. Ich kann's. Hörst du jetzt mal auf zu kämpfen? Ich will mich umziehen. Ich kann's nicht nehmen. Ich muss was wegwerfen. Boah, Sally ist schon wieder so weit vorgelaufen. Ich reite nur schnell ins Dorf. Oh, ich reite. Ich hab nämlich ein Pferd und ihr nicht, Spastis. Richtig. So kann ich mir jetzt endlich. Nicht ausgedrückt, aber ja. Danke, danke, haben wir auch verstanden. Ich will auch ins Dorf. So, jetzt sehe ich gut aus. Nein. Das? Oh ja. Vor allen Dingen, man sieht jetzt seine hässliche Fresse nicht mehr. Hätte ja, da noch einen Questgeber gefunden. Wo bist denn du? Ja, das ist, ihr seid, boah, Leute, ihr seid immer alle voll geil. Erstmal fett wegrennen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, ich auch nicht. Ja, guck einfach auf die Karte. Alter, wie weit weg bist du denn? Geh nur da den Hügel rauf. Der macht doch nicht so einen Scheiß. Hier. Hallo. Ja, wir sehen dich. Oder ist da die Salia, die da hinten kommt. Hallo, ich nee, hüpfe. Das bist du. Ich bin Da hinten ist ein Quest, ist eine Quest-Tussi. Ja, wollen wir dann nicht erstmal auf Salia warten? Nein! Doch! Die wir sind ein Team, verdammt nochmal! Sie hat ein Pferd, sie kann sich die Quest an ihm vorbeireiten holen. Alter, wolltest du dir auch zu dem Mädelstrupp anschließen oder was ist los? Gut, dann töte ich die Questgeberin halt. Piu! Ich warte jetzt erst, bis die Salia da ist. Jetzt muss man die ihren Hund finden. Nein. Mein Mann Geilhund ging gestern Geilhund. Mein Mann Geilhund. Ich habe heute Morgen mit unserem Hund nach ihm gesucht. Benutze Hundepfeife. Ja gut, das machen wir gleich, wenn die Salia da ist. Ihr habt heute aber keinen guten Tag. Wenn der Geilhund mal weg ist, ist scheiße. Ich habe Rexus zuletzt an unserer Sägemühle gesehen, gleich nördlich von hier.
Benutzt die Hundepfeife. Nehmt diese Pfeife mit und benutzt sie dort. Ich warte hier, falls er nach Hause kommt. Ich finde den Satz super, kein S drin. Ich werde euren Hund finden und euren Ehemann, wenn ich kann. Dali. Was, ich bin hier. Ich habe auch die Quest schon. Ja, na dann hopp. Da nach hinten. Alter, was der hier am Gas geben will, weißt du? Wir müssen halt nicht in 2 Minuten durchhaben, das Spiel. Das kannst du auch gar nicht in 2 Minuten durchhaben. Ja. Boah, Kerl in der Kiste. Welche Kiste? Welche Kiste, sag ich nicht. So, ich bin bei euch. Welche machen wir jetzt? Machen wir jetzt Brand oder Hundepfeife? Hundepfeife. Hundepfeife. Das könnt ihr hier nicht benutzen. Wieso nicht? Ich geh doch genau da, wo ich es benutzen soll. Wo ist denn jetzt die Hundepfeife? Da ist er. Die ist ganz hinten. Da. Salia hat sie benutzt. Reichelt Rexus. Da kommt da der Hund. Wo ist das Kackvieh? Reichelt Rexus. Wie wird sich Rexus erschießen? Einfach mit E. Ah, jetzt folgen. Ihm hinterher rennen. Ich sollte herausfinden, wo er hin will. Wolf? Nicht gut, Wolf? Ja, wir sind hinter dir. Jetzt komm runter. Alles gut. Ich folge dem Hund jetzt erst, also schlachtet mal alles ab. Ich bin dann wieder Tank. Ich folg dem Hund mal. Und dann wisst ihr ja, wo ihr hinzukommen habt. Ich muss dem Hund ja trotzdem selbst folgen. Wir sehen den Hund ja alle. Genau, der ist nämlich eigentlich bei mir. Ey, Alter, wir laufen da gerade an Bären vorbei. Ja und? Also, da ist eine Kiste! Scheiß mal auf den Hund. Ich hol mir die Kiste. Der ähnlich auch. Was sagst du? Oh, der erste Dietrich kaputt. Ganz ehrlich, für die Kisten habe ich keine Geduld, wa? Schloss aufbrechen. Scheiß drauf. Ich lauf Hundin nach. Ey, ich hab doch gesagt aufbrechen. Was ist da los? Ja, es funktioniert ja nicht immer 100%. Hallo, Geilhund. Wo ist der geile Hund? Güne sei Dank. Mein Boot ist in einem Sturm vor der Küste gesunken. Ist er noch? Ja. Es war unnatürlich. Ich sah Farben, die ich nie zuvor gesehen hatte. Ich trieb stundenlang auf einer Planke. Ich dachte, ich wäre tot. Das wird schon wieder geil. Ah, scheiße! Gib mir nur einen Augenblick und ich gehe zurück nach Hause. Einmal noch. Ich stütze mich auf Rexus, wenn ich nicht mehr kann. Halmera ist sicher schon krank vor Sorge. Ich danke euch. Ja, Quest voll. Alter! Kiste. Auf mir dauernd meine Gegner wegzuziehen. Hast du ein Glück. Was denn? Scheißecke. Hast du gesehen, was ich aufgekriegt habe? Nee, das nicht. Ich habe gesehen, dass du sie aufgekriegt hast. Ich habe Eisenkeule des Frosts habe ich bekommen. Einhändiger Streitkolben. Kann denn jemand gebrauchen? So, irgendwo hier ist Brand. Ey, Jungs, jetzt gebt mal einfach den Quest ab. Ja, Brand. Ja, ihr habt heldenhaft eine Schlammkrabbe getötet. Ich hab ihn. So. Ja. So, ich folge dem Hund. Brand ist befreit. Mach das auch mal. So, läuft im Wildnis, müssen wir Richtung Nordost. Ja, jetzt warte mal auf die anderen. Quest abgeschlossen, so. Na, die Mädels, ne? Ja, ey, ich hab doch Sachen gefunden. Ich will ja wenigstens mal gucken, was ich da... Ich hab doch Sachen gefunden. Mal wieder am Plaudern, ne? Unglaublich. Ihr mich auch. So, ich schieß jetzt einfach mal Sally in den Kopf. Piu. Oh, sie kann Farben machen. Sie kann leuchten. Radioactive Girl. Du hast mal mit Abstand die lameste Superpower ever. Na gut, dann jetzt Nordost. Wo seid ihr? Oh, Bergblumen. Ach, da hinten. Ich habe winzigen Seelensplitter gefunden. Kann man damit was Großartiges anstellen, außer Leute wiederbeleben? Verzaubern. Das ist nicht so ein Seelensplitter wie in WoW. Nee, deswegen frage ich ja. Wolf! Alter. Noch ein Wolf. Wenn einer von euch Fell aufnimmt, dann schön mitnehmen und mir danach geben. Ja, also das machen wir dann die ganze Zeit. Das machen wir dann. Das machen wir dann, wenn wir wieder in der Stadt sind. Ja, ich habe eine Robe gefunden. Gratulation. Mittlere Rüstung. Das ist was für dich? Rohlederwams. Rohlederwams. Das hab ich schon. Okay, dann kannst du weg. Warte, was habe ich an? Rohlederwams Stufe 4. Also. Ja, okay. Dann kannst du weg. Okay.
Weißt du, vorhin sagen, ich soll gucken? Dann am Meckern. Wenn man sich mal umguckt, was man da gefunden hat. Jetzt hör auf zu zicken und komm. Er spielt seine Rolle perfekt. Ja, richtig. Krieg ich total kräftig hin. Gut nur, dass er da nicht viel spielen braucht. Gehst du da weg von der Jute? Jute. Die Jute. Gute Ute. So, Oh, so eine Wache darf ich nicht angreifen. Nein. Wir laufen da jetzt auch nur durch das Dorf. Okay. Ein Schwanz wedelt so schön, Eogan Drakis. Das ist nicht, damit ich mein Gleichgewicht halten kann. Wo sind unsere beiden Utero-Amerikaner? Ah, die sind da. Dalia, jetzt sag auch mal was, sonst kannst du mich auch am Arsch lecken. Oh, Lesben-Spielchen. Flammen-Catchen. Geht von mir aus auch mit Himbeermarmelade. Das EPT wird langsam interessant. Ja, schon langsam, aber sicher. Der Tonno fängt schon an zu schwitzen vorm Rechner. Nee, das ist der Laptop, der strahlt so eine Hitze ab. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wo ist denn die Sau? Ach, guck mal da hinten. Ach, okay. Mann, ey. Eine Aspektrone. Ja. Das ist jemand wieder schneller als ich. Errungenschaft freigeschaltet. Ah, du miese. Fiese. Du mieses Wiesel. Oh, guck mal, Jute. Ah, da vorne ist ja noch so ein Ding. Eine Machtrune. Ey, warum kann ich die nicht nehmen? Doch, mein Inventar ist voll. Ah, Pisse. Pisse, Mann? Ah, nee. Nix Pisse, Mann. Ah, hier, Koning Zauberstab verwenden. Zack. Voila. Wir haben sie alle befreit. Seid gedankt. Nee, rettet Brent müssen wir noch machen. Nein. Ja, den hatten wir da hinten schon. Ja, toll. Du, da warst du wieder shoppen. An dem vorbei. Ach, komm. Ich musste du das Kackbohn. Mit dem Hund noch machen. Und die Kiste musste ich looten. Dann leck mich doch. Ja. Mit zu viele Sachen auf einmal gemacht. Oh, Machtrune. Wir müssen mit Molla reden. Ja, geht ihr mal. Ich gehe eben den Brent noch retten. Okay, wir treffen uns bei Molla. Ja, und dann ist sowieso Folgenende. Molla, die Wildsau. Nee, alte Molla. Die willst du hallo, wild und hart. Wolf. Hallo, Wolf mit Pfeil im Arsch. Ganz komische Wölfe. Ja, und zu komischen Wölfen, wenn sie mich kennenlernen. Ach so. Ja, den? Ja, bei Legolas auf dem Kanal gibt es dann so ein bisschen mehr Sodomie. Wie glaubst du, wie komme ich an mein Fell? Oh, ganz toll. Oh, Lederfetzen. Ja, zwei Stück. Ausgezeichnet. Ja, das heißt aber dann, wenn wir jetzt mal über Jobs reden, dann müsste Tonno dann unser Schmied werden. In der Tat. In der Tat. In der Tat. Aber wo ist denn die Alte? Ja, wir müssen ja einen arschweiten Weg laufen. Hast du gesehen? Waren ein paar Chicks in der Ecke. Hey Baby. Hey Baby. Ganz schön federig, aber hey. Mein Gott, ne, wo ist denn der, ey? Wir müssen sicher gehen. Was ist das? Marilla? Dass alle da. Wo ist diese Molla-Tante? Ah, da unten. Schon wieder ein Chick. Bleibt alle ruhig. Wir haben das schon einmal getan. Dann rede ich mal mit ihr. Sie sind am Leben. Und sie sind nicht mehr pelzig. Schön, dass ich helfen konnte. Ich weiß nicht, was wir sonst getan hätten. Den Rest unserer Leben als käsefressende Nager verbringen? Get. Falls ich diesem Magier jemals wieder über den Weg laufe, dann zeige ich ihm, wie man sich als Ungeziefer fühlt. Ja, sehr schön. Und dann kann ich, während Dave noch den letzten rettet, der quasi schon mal die Folge beenden. Ja, mach das mal. Ich bin ja auf dem Weg zu euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben wie immer eine sehr amüsante Runde hinter uns. Kiste!
Schnauze, Dave. Ehrlich, halt die Fresse. Weiß, wo dein Platz ist, verdammt nochmal. Ja, fick dich. So, jetzt können alle Tschüss sagen, außer Dave. Sally? Tschüss. Legolas. Tschüss. Ja, ciao, ciao.